Herzlich willkommen zurück. Neue Folge. Heute wird es mal wieder so richtig technisch. Und zwar, ihr erinnert euch, die Folge, wo wir meinen Lambo-Block gerettet haben, da waren wir ja in Helbsen bei der Firma NG Motorsports, wo auch für die Firma Pro Series diese hochfesten Stehbolzen gefertigt werden. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben damals meinen Block hier gerettet. Anschließend sind wir mit diesem Block zu Björn gefahren. Björn hat diese Stehbolzen auch für sehr gut befunden, weil es ließ sich top anziehen. Das Spiel war gut, war alles bestens. So, daraufhin sind wir auf die Idee gekommen, beziehungsweise falsch. Ich habe euch gefragt, ob ihr noch viel technischer werden wollt und ob wir euch mal die Fertigung von solchen Bolzen zeigen sollt. Ihr wolltet das unbedingt sehen und somit sind wir heute wieder hier. Denn ich habe mir überlegt, dass... Na falsch, ich habe ein gutes Anwendungsbeispiel, wo ich euch mal zeigen kann, was diese Firma eigentlich macht. Manchmal sieht das so aus, dass solche Firmen nur für mich solche Bolzen fertigen. Das ist aber theoretisch Quatsch. Jeder kann bei dieser Firma Bolzen als Sonderanfertigung fertigen lassen. Das kann sowohl ich als auch jeder andere. Und somit zeigen wir euch heute mal ein Beispiel für so eine Sonderanfertigung. Wir haben ja bereits ein Video gezeigt von dem R32 Motor für unseren Viertelmeile Polo. Dort in dem Video bei Björn haben wir gesagt, dass wir die Bolzen von dem Motorblock bereits von M10 auf M11 vergrößert haben. Das heißt, wir haben den Motorblock dabei. Dort sind die Gewinde schon auf M11 vergrößert. Und jetzt brauchen wir die passenden Bolzen dafür, damit wir am Ende unseren Zylinderkopf wieder montieren können. Also, was machen wir heute? Wir bauen ein paar hochfeste Bolzen, die original M10 wären und anschließend M11 sind. So, und schon sind wir auch da. Das ist Tim, ihr kennt ihn ja bereits. Was machen wir heute? Sag du es mir. Das habe ich befürchtet. nein. Wir waren ja schon mal hier, um den Lambo-Block zu retten. Ich formuliere es mal erstmal so. Ne? Wir haben angefangen, dass wir beim Lambo diese Lagergasse neu zentrieren mussten, haben da erst jede Menge Arbeiten am Block gemacht. Im finalen Schritt habt ihr noch die Bolzen dafür gebaut, die dann auch notwendig war, weil wir die ganzen Gewinde geändert hatten. Und so kam jetzt halt die Idee zustande, dass wir auch für meinen Polo-Motor, ihr erinnert euch, R32-Motor, krassere Kopfbolzen bauen können. Mhm. Dazu muss gesagt sein, das Ganze funktioniert zur Sekunde nur, weil Björn genau hier schon größere Gewinde von M10 auf M11 gebohrt und geschnitten hat. Deswegen können wir das Ganze heute überhaupt machen. In weiser Voraussicht. Sag du doch mal kurz, Tim, ein bisschen was dazu. In zwei, drei Sätzen für die Leute, die vielleicht die letzten Lambo-Folgen nicht gesehen haben, über was wir überhaupt reden. Ja, womit wir uns beschäftigen, ist die Anfertigung von hochfesten Bolzen aus einer speziellen Werkzeugstahllegierung und wollen halt damit einfach die krasseste Festigkeit im Endeffekt erzielen, die überhaupt irgendwie machbar ist. Und haben da lange ausprobiert. Das ist ja das, was im letzten Video schon so ein ganz bisschen angesprochen wurde. Worauf haben wir geachtet? Wie wird das produziert? Das ist ja heute Beispiel. Da breche ich gleich mal zwischen, auch wenn die meisten Zuschauer es immer hassen, wenn ich unterbreche. Ich mache das wirklich nicht, um Tim zu ärgern, sondern um es euch noch interessanter zu machen. Gewinde. Ganz viele Leute haben gefragt, sind diese geschnitten, geformt oder ähnliches? Ja, die sind gerollt, sagt man. Das heißt, sie sind nicht geschnitten. Wenn man Gewinde schneidet, durchtrennt man quasi den Faserverlauf im Gefüge und erzeugt damit Sollbruchstellen. So, was wir machen ist, wir drehen eine Kontur vor und dann wird quasi das Gewinde, wie sagt man es am einfachsten, darauf gepresst, also wirklich kalt verformt. Und dadurch findet halt eine sehr starke Verfestigung des Materials statt. Es wird kein Gefüge durchtrennt, sondern es wird einfach wie so ein Schmiedeprozess findet dort statt. Und dadurch wird das Material einfach noch viel stabiler und noch viel zugfester. Ist das Material danach, also wenn wir den Bolzen gleich aus der Drehbank, du sagtest gerade drehen, deswegen nehme ich mal ein Gerät von einer Drehbank, da rausholen, ist der dann schon fertig?
Nein, ist er nicht. Zusätzlich zu dem Rollen gehen die Bolzen danach noch in eine Wärmebehandlung, werden also so schlichtweg nochmal gehärtet. Mhm. Und als letzten Arbeitsschritt, man sieht es ja auch, dass der nicht ganz metallisch blank ist, sondern der kriegt halt zum Schluss noch eine Nickelbeschichtigung, Beschichtung gegen Korrosion. Wäre es möglich, das Gewinde auch auf einen bereits gehärteten Bolzen zu rollen? Jein. Grundsätzlich kann man das machen, wird auch gemacht, aber nicht mehr auf dem Festigkeitsniveau, auf dem wir uns befinden. Das heißt, das Material ist so hart, dass man das nicht rollen kann. Also man kann ein Material, wir sind ja hier Zugfestigkeiten über 1800 Newton pro Quadratmillimeter, das lässt sich nicht formen. Also da platzt einem jedes Werkzeug einfach schlichtweg auseinander. Okay, das heißt, der Clou an dem Ganzen ist, dass das Material in der Ursprungsform schon, ich sag mal, fest ist. Ja. Wird dann gerollt, dadurch wird es nochmal ein bisschen fester, zumindest im Gewinde, und wird anschließend nochmal wärmebehandelt, um die endgültige Festigkeit hinzukriegen. Ja. Und daraus resultiert nämlich, haben wir in der letzten Folge auch gelernt, dieses 18.8, wegen diesen 1800 Newton pro Quadratmillimeter. Ne? Okay, kleine Exkursion beendet. Ich lese weiterhin alle Fragen und werde weiterhin zwischenfragen. Jetzt aber erstmal so viel zum Thema Bolzen. Ihr bietet auch an Anfertigung. Genau. Das heißt jetzt nicht unbedingt, wenn es um einen einzigen Bolzen geht, aber wenn man schon eine gewisse Stückzahl braucht, kann man bei euch anhand eurer Musterzeichnung jegliche Details angeben und ihr fertigt die Bolzen. Mhm. Genauso wie wir es jetzt für mich machen. Genau, also das, so wie wir jetzt vorgehen, ist natürlich die absolute vereinfachte Version über eine Skizze, wo der Kunde oder der Interessent einfach über ganz, ganz wenige Angaben zu einem fertig funktionierenden Bolzen oder einem Bolzen-Set kommt. Damit verlangen wir eben nicht eine technische Zeichnung oder sowas einzureichen, weil wir grundsätzlich natürlich wissen, worum es geht, wo die Problemstellung an der Stelle ist. Und deswegen haben wir diese ganz einfache Skizze erstellt. Anhand dessen kann der Kunde die 5 Maße durchgeben und ist quasi schon fertig mit der Nummer. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, lange Rede, wir machen es einfach. Okay. So, das Einfachste, mit dem wir beginnen, ist erstmal zu prüfen, wie tief ist überhaupt die maximale Einschraubtiefe. Das heißt, das ist unser Block zur Sekunde, das ist der unten, Motorblock. Genau, das ist unten ist der Motorblock. Und ich schätze jetzt mal in 80-85% aller Fälle sind das Sacklochbohrungen, also nicht mit einem offenen Gewinde nach unten, sondern diese Bohrungen oder diese Gewindebohrungen werden erstellt, indem sie in der Produktion einmal vorgebohrt werden und danach wird das Gewinde dort geschnitten oder geformt. Das heißt, man hat unten immer noch einen Bereich, der quasi nicht mit Gewinde versehen ist und das Gewinde beginnt dann 5, 6, 7 mm höher, weil man das Gewinde nicht bis auf den Grund schneiden kann. Und wir finden jetzt erstmal raus, wie tief ist diese Bohrung überhaupt im Block. Warum wir das so machen, können wir später an den Bolzen ja nochmal zeigen. Und prüfen im Prinzip alle anderen Bauteile, wie es zum Beispiel die Kopfdichtung, Stärke. Und so kommen wir gleich zu... Jetzt weiß ich auch, warum du gesagt hast, ich soll die Kopfdichtung mitbringen. Ja. Ich hätte es sonst nämlich vergessen. Ja. Ich meine, wir konstruieren einen Bolzen. Wir können den durchaus ja 5/10, 6/10 oder 1 mm länger machen. Wir haben ja auch schon Bolzen gemacht für Leute, die mit Zwischenplatten fahren oder auf der Hauptlagerseite mit den Versteifungsplatten unten drin. Das lässt sich ziemlich einfach noch kompensieren. Also das kriegen wir jetzt schon hin. Okay. Aber die Maße nehmen wir jetzt erstmal alle Stück für Stück auf. Skizzieren das ganz kurz und dann können wir danach mal zur Maschine gehen und einfach mal gucken, zeigen, wie entsteht der Bolzen dann. Perfekt. Und auch für dich nochmal, je technischer, je besser, weil die Leute haben sich tatsächlich gewünscht, die wollen richtig Technik in der Fresse. Okay, alles klar, alles klar. So, ja, jetzt ist noch einfach, ne? Also jetzt höchsttechnisch erstmal höchsttechnisch bis... Und ich nehme heute mal den Stift und schreibe mal, damit ich auch mal was mache. Genau, so, da kannst du mal aufschreiben, 37, und dann mal gerade die anderen. 0,00? Ja, das kannst du, das ist, ich habe jetzt hier 37,2, aber diese 2 Zehntel an der Stelle sind egal. Also wir konstruieren dann gleich an der Maschine mit 37. Aber schon niemals davon ausgehen, dass alle gleich sind, schon so ein bisschen quer den ganzen Block mal durchmessen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, 2 Zehntel jucken uns jetzt hierbei überhaupt nicht. Aber es hat auch schon Motoren gegeben, da gab es dann 3 Bohrungen, die waren 4 mm tiefer. So, ich muss gestehen, dass ich es natürlich bei dem Motor auch weiß, dass sie alle gleich sind, aber so
exemplarisch einfach nochmal überall rein. Also da kannst du 37 zu aufschreiben. Okay, haben wir. So, Kopfdichtung, Fragezeichen. Mhm. Kann ich aber richtig glänzen hier heute. So, ich messe die mit 0,85. Und dann schreib mal dahinter ruhig in Klammern 1. Weil das ist der Wert, mit dem ich dann konstruieren würde. Mhm. So, jetzt final Kopfhöhe. Wie ist das? Freistich und sowas? Ja, berücksichtigen wir. Jetzt muss ich nochmal diese schöne Skizze nehmen. Berücksichtigen wir, weil wir natürlich den Bolzen so auslegen, dass das Gewinde tatsächlich hier in diesem Teil entsteht, mhm, und auf der vollen Länge greift. Unten kommt noch so ein Ansatzkonus dran. Mhm. Und ab hier oben wird das Ganze dann schon über so einen Hals, wo das Gewinde quasi ausläuft, wird das dann mit eingerechnet. Ich unterbreche mal wieder. Den Ansatzkonus, da gehen wir jetzt zur Sekunde nicht drauf ein. Das machen wir später, wenn wir einen Bolzen mal in den Block einschrauben. Ja. Ist, glaube ich, einfacher, ne? Ja, machen wir. Okay, das heißt, Freistich für uns, wenn ich so die Gewinde sehe, in dem Fall fast irrelevant. Ja. Weil ist nicht. Ja. So, ne? Aber es gibt halt auch Motoren, wo die Gewinde wirklich erst nach 20 mm Tiefe oder so anfangen. Mhm. Okay, das heißt, in dem Fall sind wir da flexibel. Mhm. Dann geht's weiter mit Zylinderkopf. Genau. Der muss logischerweise auch vermessen werden, weil der kommt ja oben drauf. Den wollen wir ja festschrauben. Wir wollen natürlich auch nicht, dass der Bolzen 10 mm oben rausguckt. Bei dem R32 ist es ja so, mir ist es jetzt auch gleich, mit welchem wir anfangen, dass er ja unterschiedliche Bolzenlängen braucht. Weiß nicht, ich versuche mal einmal reinzufilmen. Der liegt jetzt ja plan auf dem Tisch. Man sieht ja so schon, dass das Niveau von hier zu dort unten natürlich ein ganz anderes ist. Das heißt, wir brauchen Bolzen mit unterschiedlichen Längen. Mhm. Sind die außen aber gleich? Die sind gleich, ja. Das heißt, es gibt einmal außen und einmal innen? Ja. Okay. So, was müssen wir machen? Also müssen wir die Kopfhöhe messen? Wir messen die Kopfhöhe. Nimm mal bitte einmal diesen Lappen da drunter weg. Dann kann ich nämlich auf die Werkbank messen. So. Ich zähle so lange schon mal durch, wie viele Bolzen es sind. So, ich gehe jetzt mal in die Mitte. Also Unterlegscheibe nicht mit einrechnen an der Stelle. Das sind 113,5. Für die lange Version. Das heißt, wir messen jetzt theoretisch zur Sekunde die Höhe von der Kopfdichtung bis dort, wo die Unterlegscheibe später liegt. Ja, genau. 84 für die kurzen. Ja. So, okay. Nun den Teil obendrauf. Für die Mutter die Länge vom Bolzen, die gibt ihr immer vor. Es ergibt sich, weil die Muttern bei uns immer mit einer 1,25er Steigung, mhm, hergestellt werden. Und da haben wir festgelegte Mutterntypen. M11 eine flache Mutter, eine hohe Mutter. Der Bunddurchmesser ist vorgegeben. Mhm. Also ich weiß, also theoretisch reicht mir das, um zu produzieren, weil ich weiß, wie stark unsere Unterlegscheiben sind. Und ich weiß, wie hoch die Scheibe die Mutter aufbaut, die oben, mhm, letzten Endes drauf kommt. Mhm. Okay, das heißt, da braucht der Kunde keine Angaben machen. Letzte Angabe ist aber noch Thema Unterlegscheibe. Mhm. Dort wird hier immer auf Maximum konstruiert. Ja. Das heißt, man möchte maximale Auflagefläche, maximale Flächenpressung gerne erzeugen. Mhm. Das heißt, nach Möglichkeit sollte die Unterlegscheibe wirklich bündig, hier drin liegen. Es geht, ja. Das ist jetzt ja auch ein Kopf, der so kleine Taschen hat für die Scheiben. Da ist das Maß relativ einfach zu ermitteln. Da gibt es halt auch Köpfe, wo das offen gestaltet ist. Da muss man dann schlichtweg gucken, komme ich mit irgendwas in die Quere, ist daneben ein Tassenstößel, ein Kipphebel, sonst irgendwas und versucht eben da die maximale Fläche hinzukriegen. Mhm. Okay, in unserem Fall sind das? Es sind 22,15, also hier auch 22,15, das heißt, da sollte eine 22er Scheibe so gut wie spielfrei dann reinpassen. 22,0? Ja. Okay. Also 22 mal 11er Scheibe,
Höhe ist immer 3 mm. Mhm. Mal 3,0. Genau. Das ist eigentlich ein Standard. Mhm. Ja, das heißt, das ist theoretisch die Konstruktion von unserem Bolzen. Ja. Eine Sache haben wir fast vergessen. Wir müssen natürlich noch bestimmen, dass die Steigung von dem Gewinde im Block. Mhm. Das muss der Kunde natürlich auch mit angeben. Ne? Das brauchen wir, ja. Mhm. Das sind in dem Fall, ich glaube, 1,5. Ne? Wenn Björn 1,5 geschnitten hat, aber da gehe ich einfach von aus. Ja, also wir haben damals das Originalgewinde größer gemacht. Ja, dann ist es eine 1,5er Steigung. Nehme ich nicht an, dass sie eine andere Steigung. Ja. Das prüfen wir aber natürlich nochmal schnell, bevor wir gleich das Falsche reinbringen. Ja, dann wird es eigentlich jetzt, finde ich, spannender, weil dann können wir mal zur Maschine gehen. Ihr könntet jetzt theoretisch hieraus erstmal einen Bolzen zeichnen. Ja. Müsst ihr wahrscheinlich nicht, weil das wahrscheinlich so Alltag ist, dass du nur die Daten für die Maschine brauchst und der Rest ergibt sich eh. Wir haben da quasi Formblätter für, wo ich diese Kerndaten jetzt nur eintrage und sich damit automatisch auch die Eingabe ergibt, die die Maschine halt braucht zum Fertigen. Also das ist eben das, was wir versucht haben. Natürlich geht es auch viel komplizierter, aber das ist ein sehr, sehr einfacher Weg über diese zwei, drei Messungen und zack, fertig können wir danach produzieren. Mhm. Okay, dann wird es jetzt technisch. Maschine. Ich nehme an, um dieses kleine Gerät geht es hier. Um den ganzen Apparat, genau. Okay, ich lese da schon Langdreher. Erklär du doch mal einmal kurz, um was es hier überhaupt geht. Grundsätzlich ist es eine Drehmaschine mit einem Lademagazin dran angeschlossen. Das heißt, wir fertigen aus den langen Stangen heraus. Das heißt, wir kaufen den Werkzeugstahl in 3 Meter Längen. Die wandern in diesen Stangenlader rein, in diesen Einschub hier. Die kann man dann da wunderbar 15, 20 Stangen drin stapeln. Mhm. Und die Maschine zieht sich automatisch die Stangen nach, sobald sie entsprechend vorne die Stange verbraucht hat. Also das ist einfach eine automatische Zuführung der Stangen. Mhm. Mit Turbo. Mit Turbo, ja. Und okay, also das Teil ist einfach nur dafür da, dass die Maschine auch mal ein paar... Das Material automatisch zugeführt kriegt. Wie viel geht da rein? Je nach Durchmesser. Also wir aus den Bolzen 15 Stangen ungefähr. So, aber die man nicht nutzen kann, weil der Werkzeugstahl, den wir verarbeiten, so tödlich ist für die Werkzeuge, dass man eh vorher die Werkzeuge tauschen muss, bevor man diese ganzen Stangen aufbrauchen kann. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal ganz zum Anfang zurück. Erklär doch mal kurz den Unterschied zwischen einer Drehmaschine und einer Fräsmaschine. Ja, es ist ja doppelt speziell theoretisch. Also eine Fräsmaschine, ganz allgemein, bearbeitet ein Werkstück auf einem Bearbeitungstisch zum Beispiel. Mhm. Und die Drehmaschine dreht ein Rohteil, eine Stange, kann auch sechseckig sein, aber in der Regel ist es Rundmaterial, dreht es und es kommt, wenn das Werkstück ist, was sich dreht, und es kommt von oben ein Werkzeug und schneidet im Prinzip eine Kontur, eine rotationssymmetrische Kontur. Zusätzlich kann man das Ganze mit mehr Kanälen natürlich nicht nur einfach einen rotationssymmetrischen Körper erzielen, sondern du kannst natürlich auch dran fräsen, gravieren, wenn die Maschine das kann. Mhm. So, und die konventionelle Drehmaschine ist das, was da vorne in Rot steht. Das ist eine, wo das Werkstück sich dreht und das Werkzeug auch an der Kontur entlang gefahren wird. Mhm. Also quasi in Z, in X, die gewünschte Form drehen kann. Bei der Maschine, du hast eben schon gesagt, das ist ein Langdreher. Das ist nochmal ein bisschen spezieller oder exotischer, speziell so im norddeutschen Bereich, ist der Unterschied, dass nicht das Teil nur rotiert und das Werkzeug fährt da dran lang, sondern das Werkzeug fährt nur im Durchmesser, in X, an der einen Achse, groß und klein, ich weiß nicht, wie ich simpel, also von außen nach innen, erzeugt damit die Kontur, und das Bauteil selber wird am Werkzeug lang gefahren, mhm, fährt also vor und zurück. Mhm. Und da hast du den Vorteil, wenn ich jetzt diesen Kugelschreiber drehen wollen würde, der hat jetzt eine Auskraglänge von 100 mm. Wenn ich den auf einer normalen Drehmaschine drehen wollen würde, ohne den mit einer Lünette oder wie auch immer oder Zentrierspitze abzustützen, fange ich an hier zu drehen,
gebe hier Druck drauf und das Ding fängt an zu schlackern. Du kriegst also auch nie eine saubere Oberfläche hin. Mhm. Und hier ist der Vorteil, dass wir durch so eine Führungshülse das Material schieben und wir immer wenige Zehntel vor der Führungshülse drehen. Das heißt, ich habe immer das Werkstück abgefangen, genau da, wo das Werkzeug sitzt. Das heißt, was kann die Maschine alles für Erzeugnisse herstellen? Bolzen ist klar, deswegen sind wir heute hier. Theoretisch kann die so gut wie alles. Du kannst auch Frästeile auf dieser Maschine machen. Mhm. In dem Apparat sind 10 bewegliche Achsen. Das ist für so eine Drehmaschine auch schon arg viel. Du hast 10 bewegliche Achsen mit einer zweiten Spindel da drin. Fräsen, gravieren, bohren, alles was geht. Theoretisch ist es sogar halt möglich, einen viereckigen Klotz in dieser Maschine, so alles, was man sich, ich sag mal, dreidimensional in eine runde Stange hineindenken kann, das kann, die. Kann man aus einer Stange fertigen. Das heißt, Unterlegscheiben kommen genauso raus? Unterlegscheiben. Die passenden Muttern? Ja. Wo wir schon meinen, genau, das sind in dem Fall Standardware, die wir halt in ML für jeden Bolzen nehmen. Ja. Und Pleuelschrauben auch noch. Pleuelschrauben auch. Und die RS418T Spezial, diese Hülsenmuttern. Ah, stimmt. Mit der Innenverzahnung da drin. Okay, perfekt. Wir tun mal so, als wäre das unser Rohmaterial und am Ende wird da ein Bolzen raus. Ja. Weil ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, an dem Teil mal kurz zu erklären, was die Maschine gleich macht. So grob. Ja. Und dann zeigen wir euch die Herstellung. Problem ist, man kann hier nicht ganz so geil reinfilmen, weil es ist schon ziemlich gekapselt alles. Ne? Es ist nicht ganz so offen wie bei einer Fräsmaschine. Deswegen glaube ich, könnten wir ja schon so nur in 3-4 Schritten mal kurz sagen, wie dieser Bolzen eigentlich gleich ausfällt. Im Prinzip kommt das Stangenmaterial durch die Hauptspindel. Ich würde sagen, das machen wir noch mal einmal mit reinfilmen oder blenden das jetzt irgendwie ein. Das Material wird durch die Hauptspindel durchgeführt und der vordere Bereich wird gedreht. Das ist der Bereich, wo wir als erstes das erste Gewinde drauf rollen. Mhm. Nachdem das draufgerollt ist, kommt die Gegenspindel. Das ist im Prinzip wie eine zweite Arbeitsspindel in der Maschine. Sieht man jetzt hier vorne. Das ist unsere Gegenspindel. Die greift sich den Bolzen vorne auf dem fertigen Gewinde. Das heißt, die Maschine hat theoretisch sogar 2 angetriebene Spindeln. Jetzt einmal die Hauptspindel und die gegenüberliegende. 2 angetriebene Spindeln, die im Prinzip völlig unabhängig voneinander arbeiten können, sodass man theoretisch die erste Hälfte der Bearbeitung auf der Hauptspindel macht und in der Zeit, wenn das Programm gut geschrieben ist, die zweite notwendige Hälfte hier im zweiten Bearbeitungsschritt mit der Gegenspindel auf einer extra Werkzeugstation macht. Also man kann theoretisch, doppelt so schnell geht nicht genau, aber du kannst 2 Schritte in einem machen. 2 Schritte in einem machen, deutlich schneller produzieren und diese Gegenspindel erlaubt eben ja, so ganz simple Sachen wie in dem Moment, wo ich jetzt ein Bauteil über eine große Länge drehen möchte. Zum Beispiel einen Bolzen, so wie diesen hier. Der ist irrsinnig lang und normalerweise völlig instabil auf einer normalen Drehmaschine. Ich kann also mit der Gegenspindel das erste gerollte Gewinde greifen, stütze hier mit meiner Führungshülse, ziehe das Material raus und überdrehe diese gesamte Länge und kriege das Ganze, wie man hier sieht, mit einer super geilen Oberfläche hin, ohne eine einzige Rattermarke in einem Durchmesser auf der Länge, was normalerweise überhaupt gar nicht möglich wäre. Okay, verstehe. Wie geht's weiter? Jetzt müssen wir überlegen, wir haben vorne gerollt, wir drehen dann den Hals. In der Zeit macht die Gegenspindel hier schon wieder andere Arbeitsschritte, den Sechskantantrieb hier reinstoßen. Auch ganz wichtig. Der ist dafür da, um den Bolzen später im Block zu montieren bzw. wieder zu demontieren. Ja. Wie kommt der da rein? Wie nennt sich das? Es wird gestoßen oder geräumt. Im Prinzip wird erstmal ein Loch vorgebohrt und dann kommt ein kleiner Formstahl und der trägt zehntelweise durch so eine Stoßbewegung quasi Spitze für Spitze ab. Okay. Und dann wird jedes... Wie reingerammt, wie rausgeschnitten, so Stück für Stück. Und dabei wird halt dann über diesen Achsenindex wird halt die entsprechend über den Winkelgrad verdreht und wieder reingeräumt. Mhm. Okay. Und so läuft das dann halt in 6 Schritten beispielsweise an. Okay, anschließend? Also, ja, ich denke jetzt parallel. So, wir haben hier vorne, sind wir gerade dabei und haben den
den Sechskant gestoßen. Das ist dann so rum, das ist dann die letzte der letzte Arbeitsschritt auf der Gegenspindel. Dann kommt hier so ein Hochdruckölstrahl raus, der befördert quasi den fertigen Bolzen drüben in so eine Schütte rein. Mhm. Und in dem Moment, wo die Spindel wieder frei geworden ist, fährt sie rüber, greift sich den, stützt ab, dreht quasi bis hierhin die Kontur, schneidet ab und kommt dann hier rüber. Und dann hat er hier vorne den Vordrehdurchmesser. Der Rollkopf schließt sich und dann wird hier vorne das Gewinde drauf gerollt. Rollkopf heißt, das ist das, was du vorhin erklärt hattest, dort werden die Gewinde drin geformt. Genau. Also das sind drei so im Kreis angeordnete Rollen, die entsprechend der Gewindesteigung ausgewählt werden und dann eingestellt werden. Dann, sobald der Rollkopf das Gewinde formen soll, gibt man den Befehl, der schließt sich. In dem Moment fahren diese Rollen zusammen. Das Gewinde wird geformt und in dem Moment, wo das ausgeformt ist, kriegt er wieder einen Impuls und macht quasi, springen die Rollen wieder auf, sodass du das fertige Gewinde wieder rausziehen kannst. Okay. Ich würde sagen, das reicht zur Sekunde an Erklärung. Wir machen das jetzt mal anders. Tim fertigt jetzt einfach ein paar Bolzen und dabei macht er den Moderator, während René versucht reinzufilmen und du moderierst einfach so ein bisschen die einzelnen Schnitte. Genau. Und ich denke mal, dann hat jeder am Ende so grob einen Einblick in diese Maschine erhalten. Es ist halt auch viel, also es ist ja auch viel Ölmenge. Man sieht das vielleicht. Also es ist auch, man muss schon wissen, was man sehen will, theoretisch. Aber wir versuchen. Wo kommen am Ende die Bolzen raus? Wo kann ich warten? Du kannst hier warten. Die Bolzen werden hier auf so eine Kunststoffmatte quasi mit diesem Ölstrahl rausgeschossen, landen hier drin und dann können wir diese Klappe hier gleich aufmachen und dann nehmen wir sie irgendwie hier raus. Jetzt hat der Rollkopf vorne schon geschlossen. So, die Gegenspindel, die hier vorne jetzt gerade läuft, die arbeitet leer, weil noch kein Bolzen vorgedreht war eben. Das heißt, sie macht jetzt einen Gang leer, während in der Mitte hinten jetzt quasi der Bolzen vorgedreht wird. Und in wenigen Sekunden schließt der Rollkopf, den wir da hinten ganz weit entfernt sehen. Der macht jetzt gleich zu und fährt einmal rüber. So, jetzt fährt er auf den vorgedrehten Durchmesser. Das war schon das Formen, jetzt hat er aufgemacht. So, und die Spindel hier vorne formt jetzt gerade stößt gerade den Sechskant. Deswegen sieht man diese kleinen ruckartigen Vor- und Zurückbewegungen. Und die Hauptspindel in der Mitte ist jetzt einfach in Warteposition und wartet darauf, dass diese Spindel frei wird. So, das ist das Rausbefördern. So, ich glaube, jetzt sieht man nichts mehr. Ja, hier sind unsere Bolzen jetzt drin gelandet. Wir haben jetzt erstmal zum Testen. Das ist die kurze Version für die kurzen Längen. Das ist die große Länge und von den kurzen haben wir jetzt erstmal zwei Stück gemacht. Jetzt einfach, weil es die ersten sind, die wir gerade laufen lassen haben, die Maschine ist noch kalt, messen wir einfach mal kurz nach, dass alles da ist, wo es hin soll. Und ich habe gesagt, bevor wir gleich einen ganzen Satz Bolzen machen, die alle falsch sind, weil wir uns gerade im Eifer des Gefechts wieder vermessen haben, machen wir lieber einfach erstmal drei Bolzen, gehen dann nach vorne und kontrollieren das Ganze mal. Ne? Ist natürlich für den Zweck richtig praktisch, dass wir das alles hier machen können, ne? Weil es gibt natürlich nichts Geileres, als sich was zu überlegen, es fertigen und dann zu bauen. Ne? Ja. So, was machst du da jetzt? Ich quatsch schon wieder so viel dazwischen. Ja, ist gut. Ich habe jetzt erstmal nur noch mal den eigentlichen Bolzendurchmesser geprüft. Der ist genau da, wo wir ihn haben wollen. Mhm. Und mit der Messschraube prüfe ich jetzt den Flankendurchmesser. Also ein Gewinde hat erstmal augenscheinlich zwei wichtige Messwerte. Das ist einmal der Flankendurchmesser und einmal der Gewindeaußendurchmesser. Und die müssen halt beide in einem gewissen Toleranzbereich liegen. Und das Ganze wird halt eingestellt über diesen Rollkopf, den wir gezeigt haben, über die Feinjustierung im Rollkopf und über den Vordrehdurchmesser. Dass man jetzt zum Beispiel hier einmal diesen Durchmesser prüft. So, der ist
10,1, 10,11. Das Toleranzband liegt zwischen 10,04 und 10,16. Sind wir also schön sauber glatt drin. Ist das jetzt die minimalste Stelle von dem Gewinde oder ist das ein Mittelwert? Das ist, genau, ist der Mittelwert. Ist nicht, der, Mittelwert, Kern, ist nicht okay. Der Kerndurchmesser, also nicht die Innen, sondern wirklich der mittlere Flankendurchmesser. Okay. Ja, aber das ist gut. Bei dem gehe ich davon aus. Rollkopf steht genauso. Ist genauso. 10-10. Und das können wir definitiv ausprobieren. Die Muttern und die Scheiben haben wir ja dafür, lagernd. Wir müssen jetzt nur ausprobieren, ob das mit den Längen, so wie wir es ausgemessen haben. Wenn wir jetzt einen, ich sag mal, absoluten Sonderfall hätten, wie wir brauchen eine Scheibe, die exorbitant riesig ist oder klein ist, oder wir brauchen eine Mutter mit einem speziellen Kopf, würde das aber auch gehen? Das würde auch gehen. Für unseren Fall ganz einfach, ganz normale Außenvielzahnmutter. Ja. Aber wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, ich bräuchte irgendwie eine mit einem Riesenkopf oder mit einem ganz kleinen Kopf, weil kein Platz für die Nuss und so weiter, gibt es da auch noch Spezialvarianten? Geht auch. Ja, wir sind gebunden an das, was die Maschine maximal als Stangendurchlass ermöglicht, aber das ist, ich sag mal, größte Ausführung, 37 mm, ist das, was wir an Stangen hier reinkriegen. Und da kann man sich erstmal so in diesem Verbindungselemente-Bereich eigentlich alles vorstellen, was man so braucht. Ich weise schon mal darauf hin, ich baue demnächst meinen Motor wieder zusammen und da ist nämlich so ein Spezialfall verbaut, die Mutter von den Kopfschrauben. Das ist ja auch so eine Spezialmutter, da gehen wir dann bei Björn nochmal auf ein, würde ich sagen. Aber jetzt gucken wir mal, ob unsere Bolzen passen. So, ich habe mich gerade schon an den Unterlegscheibenregal bedient. Das ist unsere Unterlegscheibe. 11er Innendurchmesser wegen M11, 22er Außendurchmesser, wie wir vorhin ausgemessen hatten. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich persönlich so extrem geil finde. Wenn wir jetzt diese Scheibe in unsere Tasche legen, das passt halt einfach so auf den, oder ich zeig das mal, ich versuche das mal, zack, das passt halt wirklich so auf den, ja, auf 1/10 Millimeter eigentlich, ne? Weil die Tasche hatte 22,1, das Ding hat 22, mehr geht einfach nicht, ohne den Kopf zu bearbeiten. Das ist wirklich Maximum. Ne? An der Stelle kannst du ja eigentlich nochmal perfekt erklären und zeigen, A, wofür der Antrieb auf der anderen Seite ist und was dieser kleine Pimmel am Ende so auf sich hat. Wir haben ja vorhin schon, sind das ja so ein bisschen übergangen, aber ich habe ja schon ganz kurz erklärt, dass so ein Sackloch im Block das Gewinde natürlich nie bis ganz unten in den Grund ausgeformt kriegt in der Produktion. Das ist der Grund, warum wir diese kurze konische Verlängerung unten noch dran fertigen, um wirklich unten in den Bohrungsgrund zu kommen, um uns da abzustützen. Und dann kann man über den Antrieb hier oben, kann man halt schön montieren und den Bolzen dann halt mit 10-15 Newtonmeter schon mal vorspannen. Heißt halt wirklich, wir nutzen jeden einzelnen Gewindegang im Block. Und durch die leichte Vorspannung verteilen wir die Last auch besser auf alle Gewindegänge. Björn war übrigens im letzten Video, wo wir die Lambo-Lagergasse angezogen haben, war er auf jeden Fall auch hellauf begeistert. Das ist bei Björn selten der Fall. Du kennst ihn ja auch schon länger. Ja. Er meinte auch, er merkt das am Anziehen von den Bolzen, dass die halt nicht knacken oder so, sondern halt wirklich ein schönes, ich sag jetzt mal, definiertes Drehmoment beim Anziehen haben. So hat er das gemerkt. Okay. Es wird jetzt spannend. Als nächstes natürlich Kopfdichtung. Ich guck gerade. Mit dem Block ist Björn schon komplett durch? Nein. Also theoretisch ja, praktisch. Hat er das Ganze vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren gemacht und wir sind mittlerweile vom Stand her schon wieder ein bisschen weiter, dass er eigentlich nochmal leider ganz gerne reingucken würde. Aber das ist der Block, der gefahren wird? Der wird auf jeden Fall gefahren. Okay. Das ist auch alles schon durchgewuchtet mit Platte und allem, okay. Aber er sagt da halt so zwei, drei Kleinigkeiten würde er gerne nochmal überprüfen. Weil er so gerne an VR-Motoren arbeitet. Genau, weil das ja sein neuer Lieblingsmotor ist. Warte. Nee. Wir müssen viel weiter rüber. Ja, ich wollte gerade sagen, das passt nicht. So. Müssen. Zack. So. An der Stelle, viele werden sich fragen, wie geht das denn jetzt? Eigentlich müsste ja der Kopf eine 10er Bohrung haben. Nein,
R32 hat witzigerweise im Kopf ab Werk schon eine 11er Bohrung, obwohl es nur eine 10er Schraube ist. Deswegen kann man diese Motoren auch so gut aufbohren, weil die Köpfe können nämlich einfach so bleiben, wie sie sind. Mhm. Scheibe von eben gerade. Zack. So, ich habe mich schon mal in eurem Standardregal bedient. Hier haben wir jetzt eine M11er Mutter. Die ist schon gehärtet und beschichtet. Mhm. Sieht man an dieser leichten Verfärbung, sage ich jetzt mal. Und die können wir da jetzt abschließend... Guck mal, alleine wie schön die da so drauf geht. Zack. Ja, sieht gut aus. Ich würde sagen, das ist doch Bombe. Ja, genau so soll es sein. Jetzt habt ihr jede Menge Technik bekommen, jede Menge Fertigung. Ich hoffe, wir kriegen ein geiles Video raus, weil es ist an der Maschine nicht ganz so einfach. An der Stelle sind wir für heute durch. Tim macht jetzt heute, morgen, übermorgen irgendwann die restlichen Bolzen. Die gehen dann zum Härten und Beschichten. Mhm. Und dann melden wir uns von hier wieder, wenn es um diesen Zylinderkopf geht. Ja, machen wir. Ciao. Bis zum nächsten Mal.